Herzlich willkommen zu diesem Video. Wie du hier sehen kannst, wir haben hier dreimal Kahoot eingeblendet. Es geht um Kahoot. Was ist Kahoot? Kahoot ist so etwas Neues, dass es im deutschsprachigen Bereich auf Wikipedia keinen Eintrag gibt. Im englischsprachigen Bereich gibt es hier bereits einen Eintrag. Und diesem Eintrag in Wikipedia können wir entnehmen, dass es sich hier um ein Online-Quiz handelt. Also Quizze, welche durch Schülerinnen und Schüler, durch Studentinnen und Studenten oder auch einfach aus Spaß jeder, der einen Internetzugang hat, lösen kann. Entstanden ist das Ganze in Norwegen. Online gegangen ist die erste Webseite von Kahoot im August 2013. Und mit dem Stand vom September 2015 können wir feststellen, dass schon über 50 Millionen User in, glaube ich, über 180 Ländern der Erde dieses Kahoot-Quiz verwenden. Und damit man sich am besten was vorstellen kann, zeige ich Ihnen mal ganz konkret, wie so ein Kahoot-Quiz abläuft. Ich habe hier bereits eines vorbereitet. Auf der linken Seite hat man hier die Möglichkeit, das Quiz zu starten. Das wäre jetzt in dem Fall hier der Zugang eines Lehrers, einer Lehrerin, eines Lehrenden auf der Universität, Professor, Professorin. Und die können dann hier, wenn ein Quiz bereits vorbereitet ist, über PlayNow dann starten. Wenn ich das gestartet habe, über meine Webseite, also über Kahoot.it, ich klicke hier drauf, wird das hier geladen. Ich habe hier eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe hier ein Quiz vorbereitet, das Quiz Elefanten. Wenn ich auf Launch gehe, wird das Quiz gleich gestartet. Auf der rechten Seite habe ich hier zwei Browser vorbereitet. Man kommt hier zu dieser Seite, von der man alle Kahoot-Quizzes lösen kann, bei der Adresse kahoot.it. Bei dieser Adresse kahoot.it gibt man dann den sogenannten Game Pin ein. Das heißt, jedes Quiz, das man macht, hat eine eindeutige Identifikationsnummer. Und diese Identifikationsnummer gibt man dann ein, wenn der Lehrende sein Quiz freischaltet und den anderen zur Verfügung stellt. Schauen wir uns das gleich einmal an. Ich als Lehrender drücke hier auf Launch. Das Quiz wird gleich gestartet. Man sieht hier mehrere Möglichkeiten, wie man dann darauf zugreifen kann. Man geht zu Kahoot.it. Hier oben ist der Game Pin. Ich gebe jetzt einmal hier das ein und gebe hier mal diese PIN-Nummer ein. Klicke auf Enter. Und ich werde dann hier gefragt, ja, aus welchem Namen ich mich da einloggen möchte. Man könnte hier dann entweder wirklich einen Nicknamen eingeben oder zum Beispiel dann tatsächlich eine gesamte Klasse einen Familiennamen eingeben lassen. Ich mache mal hier Peter. Und hier erscheint dann auf dem Lehrerzugang, den man dann über den Beamer zum Beispiel einblenden kann, hier der Name. Dann hier auf einem anderen Smartphone, Tablet, PC, was auch immer, gebe ich ebenfalls den Game Pin ein, diese Identifikationsnummer. Klicke Enter und werde auch hier nach meinem Namen gefragt. Ich habe vorhin schon das einmal durchgespielt. Ich habe hier den Namen Marvin und gebe den dann ein. In meinem Fall hier, bei diesem Quiz hier, mit der Nummer 947443, nehmen zwei Teilnehmer teil. Ich habe dieses Quiz auch schon mit Gruppen gespielt, wo ich schon etwa 25 Teilnehmer hatte. Aber theoretisch geht das auch mit wesentlich mehr Teilnehmern. Wenn ich jetzt hier auf Start klicke, werden die ersten Fragen eingeblendet. Und auf der rechten Seite, wenn wir gleich sehen, die beiden Teilnehmer müssen dann diese Fragen lösen. Ich klicke mal auf Start. Die Musik, die gerade im Hintergrund dann gleich laufen wird, kann man ausblenden. Das ist hier die Frage, erste von zwei Fragen, zu welcher Familie gehören die Elefanten? Hier wird die Zeit runtergezählt, man muss möglichst rasch antworten, wenn man mehr Punkte bekommt. Man sieht hier die Fragen und hier herum, der erste Teilnehmer entscheidet sich für Huftiere, der zweite würde versuchen, möglichst rasch etwas zu machen und nimmt dann hier Rüsseltiere. Hier kriegt er einen Hinweis, dass seine Antwort richtig war und der obere bekommt dann, Peter bekommt den Hinweis, dass sie falsch war. Über den Beamer bekommt man dann den Hinweis eingeblendet für alle, okay, einer hat es richtig gehabt, einer hat es falsch gehabt. Und man sieht auch dann gleich, welche Lösung die richtige war. Wenn ich jetzt hier vom Lehrerzugang aus dann hier auf Next klicke, komme ich schon zur nächsten Frage. Noch nicht Frage, sondern hier mal zum Zwischenstand. Klicke auf Next. Und die nächste Frage wird eingeblendet. Auf der rechten Seite warten schon die beiden Teilnehmer, was sie jetzt antworten können. In welchem Zoo lebte der bisher älteste Elefant? Und Peter oben denkt nach und nimmt in dem Fall Taipei. Und Herr Runden braucht länger zum Nachdenken, hat jetzt noch 9 Sekunden Zeit und nimmt dann Berlin. Wie es so ist, wieder eine Antwort richtig, eine Antwort falsch. Und wir können
dann weiterschauen und bekommen dann, weil das Quiz ja dann nur zwei Fragen gehabt hat, dann auch zum Schluss die Auswertung. Peter war schneller. Man sieht, er hat 817 Punkte, Marvin hat 619 Punkte. Und wie kann das sein? Beide haben jeweils eine Frage richtig beantwortet. Das war die Geschwindigkeit. Je schneller man eine Frage beantwortet, umso richtig beantwortet, umso mehr Punkte bekommt man dann letztlich. Das Spiel ist jetzt hier mal vorbei. Man könnte hier Feedback und Resultate sich noch anzeigen lassen und die Schüler können dann bestimmen, wie hilfreich es war, ob sie etwas gelernt haben oder nicht. Also man hat hier jetzt schon gut sehen können, welche Art von Fragen oder wie dieses Fragenspiel, dieses Quizfragen dann letztlich funktionieren. Was wird jetzt benötigt, um dieses Quiz durchzuführen? Einerseits brauchen wir mal sicherlich einen Internetzugang für alle Beteiligten. Wenn man in einer Klasse steht, im Raum steht, ist ein Beamer natürlich dann sehr günstig, in Verbindung mit einem Computer, bei dem man das Quiz dann starten kann, wo die Fragen eben dann über den Beamer eingeblendet werden. Und dann natürlich müssen die Teilnehmer und Teilnehmer dann ein Smartphone oder Tablet, Laptop oder PC haben, um dann die Fragen eben dann dementsprechend beantworten zu können. Beantwortet werden können sie über die Internetseite Kahoot.it, muss hier nur den Gamepin eingeben, der ihnen eingeblendet wird. Drückt dann Enter, wie wir es vorhin gesehen haben, gibt dann den Nickname ein oder den Familiennamen ein. Wie kann man jetzt so einen Quiz selber machen? Man geht jetzt hierher auf diese Adresse getkahoot.com und hat hier die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Zugang zu machen, indem man hier dann Sign up for free nimmt. Das heißt, ein kostenloser Zugang. Man entscheidet dann, in welchem Bereich man dann das machen möchte. Zum Beispiel möchte man das als Lehrer machen, gibt dann hier eine Schule ein, den Namen der eigenen Schule oder was auch immer, gibt dann hier den Usernamen ein, bei dem zukünftig dann die eigenen Quizze zugeordnet werden, gibt die E-Mail-Adresse an, gibt sie nochmal ein und wählt sich dann ein Passwort aus. Kann den Zugang dann sich wählen und hat dementsprechend dann auch die Möglichkeit, selber ein Quiz zu machen. Ich logge mich jetzt einmal selber ein. Ich habe schon einen dementsprechenden Account. So, ich möchte jetzt selber ein Quiz anlegen. Und das macht man, indem man hier, wenn man eingeloggt ist, entweder hierher geht oder auf diesen Bereich will. Ich gehe jetzt mal oben hin, New Kahoot. Kann dann hier ein Quiz mehr auswählen, was ich machen möchte. Ich habe mir hier auf der linken Seite schon Fragen und Überschriften zurechtgelegt. Das ist eine ganz praktische Sache, wenn man sich vorher vielleicht in einem Textdokument sich vorbereitet, muss es nur hineinkopieren. Soll gehen zu den österreichischen Bundesländern, klicke auf OK. Dann habe ich die erste Frage, die ich erstellen möchte. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wie viele österreichische Bundesländer gibt es? Habe dann hier mehrere Antwortmöglichkeiten, die ich mir da überlegt habe. 9, 4, 7, 8. Muss dann auch die richtige Lösung angeben. Dann eine nächste Frage. Gehe hier unten auf Add Question. Habe hier wieder eine rum, wiederum eine Frage vorbereitet, soll in dem Fall ein sehr kurzes Quiz werden, weil ich es ja nur zeigen möchte, wie das geht. Welches Bundesland hat Linz als Hauptstadt? Das wäre hier mal Oberösterreich als eine Möglichkeit. Steiermark, Burgenland und Tirol als Auswahlmöglichkeit. Wähle mir hier wieder eine entsprechende Antwort. Ich könnte auch theoretisch mehrere Antworten als richtig festlegen, aber in dem Fall hat er halt ist Linz die Hauptstadt von Oberösterreich und deswegen belasse ich es auch hier. Wenn ich mit zwei Fragen zufrieden bin, dann könnte ich auf Save und Continue gehen. Ich könnte auch jederzeit hier zurückgehen und die Fragen dann beantworten. Also nicht beantworten, sondern bearbeiten und auch die Antworten bearbeiten. Ich klicke jetzt hier auf Save und Continue. Wir werden nochmal die Fragen hier eingeblendet. Ich könnte sie noch einmal hier bearbeiten. Ich klicke auf Save und Continue und muss dann hier ein paar Einstellungen vornehmen. Als Sprache nehme ich in dem Fall meine Fragen, wenn ja auf Deutsch gestellt. Public ist, wenn alle dann dieses Quiz sich anschauen können. Dann den Adressatenkreis, also wer mein Video lösen soll, könnte ich zum Beispiel Schule eingeben und könnte dann hier eine Beschreibung eingeben. Ich habe mir jetzt mal zurechtgelegt, in diesem Quiz wird das Thema österreichische Bundesländer, oder wie sehe ich gerade über Tippfehler, behandelt, zugelegt. Und dann könnte ich hier ein paar Begriffe eingeben, die es dann erleichtern sollen in der großen Datenbank, die Kahoot ja hat, hier sieht man schon, sehr viele Quizze sind hinterlegt, dass man sich dort dann, wenn andere so ein Quiz suchen, das leichter finden könnten. Geben wir mal drei Begriffe ein, das Ganze nicht so lange dauert. Und das Quiz ist gleich fertig. Ich könnte hier noch eine Datei dazugeben, nehmen wir mal die dazu, dass es dann
Wenn man sich das Quiz dann sucht, wird das dann eingeblendet. Gut, ich klicke auf Done. Das ist fertig und kann schon dieses Quiz einmal durchspielen. Ich gebe hier mal auf Preview. Bekomme hier dann eine Ansicht eingeblendet, bei der ich dann es durchspielen kann, ohne dass ich da wirklich jetzt schon mit Schülerinnen und Schülern arbeiten muss. Kann hier einstellen, ob dieser Gamepin auch während des gesamten Quizzes eingeblendet wird. Ob hier die Reihenfolge der Antworten und die Reihenfolge der Fragen zufällig erscheint. Macht sicherlich einen Sinn, dass nicht immer die gleiche Reihenfolge ist. Ich kann hier die Musik, die vorhin war, ein- und ausschalten. Ich gehe mal auf No. Klicke auf Launch. Spiele es jetzt hier einmal durch und warte, bis mir dieser Gamepin eingeblendet wird. Und ich habe hier den Gamepin, gebe ihn hier ein in diesen Simulator. 642243 wäre er. Gebe Enter. Aha, gibt es noch nicht, habe ich mich vertippt. Muss ich nochmal genau schauen. 642243. Schauen, ob es jetzt passt. Jetzt passt, das gebe ich irgendeinen Nicknamen ein. Schreibe in dem Fall einfach Nick. Klicke OK und es ist hier dann Nick erschienen. Klicke auf Start, wir haben ja nur einen Nutzer. Spiele es einmal durch. Es wird hier eingeblendet. Es geht hier um die österreichischen Bundesländer. Die Fragen kommen, welches Bundesland hat Linz als Hauptstadt. Es wird hier wirklich zufällig durchgewürfelt, die Reihenfolge. Ich gebe hier das Richtige ein. Da muss ich klicken als derjenige, der das macht. Auf der linken Seite ist das Bild, das über den Beamer eingeblendet wird. Klick auf Next. Nick hat eben diese Punkte erreicht. Wie viele österreichische Bundesländer gibt es? Schau, dass ich eine schnellere Antwort zustande bringen muss und schauen, wo das steht. Aber in dem Fall 956 Punkte erreicht und komme in dem Fall hier in Gesamtwertung von 1822 habe ich jetzt hier erreicht. Ja, jetzt sieht man schon, wie man das machen kann. Den Schülern, die dann dieses Quiz dann machen sollten, wird eben dann der Game-Pin eingeblendet. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie kann ich das jetzt auswerten? Und da gibt es eine praktische Möglichkeit, wenn man hierher geht, auch rechts oben, gibt es hier die Möglichkeit, My Results sich auszusuchen. Gehe auf My Results. Und hier werden alle Quizze, die ich da schon gemacht habe, mal angezeigt. Und hier zum Schluss habe ich hier das Quiz gehabt, österreichische Bundesländer und Elefanten. Ich gehe mal auf Elefanten, hatte ich ja vorhin zwei Teile, aber wenn ich hier auf Download gehe, wird mir dann eine Tabellenkalkulation-Datei dann dargestellt. Die lade ich jetzt herunter. Ich habe die Datei jetzt heruntergeladen, öffne jetzt die Datei, drücke mir diese Datei jetzt da in das Bild hinein, mache es ein bisschen größer. Dann sieht man schon, was man alles sich anschauen könnte. Ich habe das hier mit Peter und Marvin gespielt. Man sieht schon die Anzahl der richtigen, der falschen Antworten, sieht man dann den Score, das heißt die Punkte, die erreicht wurden. Und dann sehe ich hier, welche Fragen wurden richtig beantwortet. Marvin hat also die erste Frage, gehören die Elefanten welche Gruppe, hat das richtig beantwortet, die zweite Frage hat aber falsch beantwortet. Hier das Gesamtüberblick über die gesamte Gruppe, dann die Ratings, ob es da Rückmeldung gegeben hat, ob es was gebracht hat praktisch. Und dann hier wirklich in die einzelnen Fragen hineingehen, sehen wir dann, wie viele richtig, wie viele falsch beantwortet wurden. Marvin hat hier 15,2 Sekunden benötigt, um die Frage zu beantworten. Peter hat schneller geantwortet, hat es aber falsch beantwortet. Und das kann ich hier Frage für Frage durchgehen und habe dann hier die entsprechenden Angaben zu jedem Schüler. Damit man das dann gut auswerten kann, kann man dann natürlich die Schüler dann bitten, entweder dann den Familiennamen anzugeben oder eben auch die Vornamen anzugeben. Man hat dann für jedes Quiz, das durchgeführt wird, dann dementsprechend dann auch eine entsprechende Tabellenkalkulationsdatei und kann dann sehr schön feststellen, wo jemand noch Schwierigkeiten hat, wo jemand besonders gut Bescheid weiß. Und damit sind wir schon bei einer guten Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass dieses Kahoot eine tolle Möglichkeit ist, um eine formative Evaluation durchzuführen. Das heißt, man kriegt einen sehr raschen Überblick, wo steht eine Klasse, wo steht eine Gruppe von Lernenden. Und da kann man dann auch, zum Beispiel, während man das Quiz durchspielt, dann auch gleich einmal Hinweise darauf geben, so und so viele falsche Antworten gibt es gerade. Und die richtige Antwort wäre aber das gewesen, aus dem und dem Grund. Jetzt möchte ich noch darauf hinweisen, wie man dann letztlich die eigenen Kahoot-Quizze finden kann und die der großen Kahoot-Gemeinschaft. Man kommt immer zum Ausgangsbildschirm, wenn man eingeloggt ist, immer hier auf New K. Dann kommt man hier hin. Da könnte man ein neues Quiz machen. Wenn man auf My Kahoot geht, habe ich momentan gerade 19 Quizze hinterlegt. Dann könnte ich mir hier ein Quiz aussuchen, könnte hier dann auf Play gehen.
Hier sieht man, wie oft das Quiz schon mal gespielt wurde. Und da würde dann hier wiederum dieser Ausgangspunkt sein mit dem Launch, wo dann wieder lästig der Game Pin eingeblendet wird. Da gehe ich jetzt einmal heraus. Und ich kann ebenfalls hier auf Public Kahoot zugreifen. Das heißt, eine Menge von Kahoots, die es hier gibt. Ich kann hier auswählen nach der Adressatenschaft. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Schule machen möchte, könnte ich hier noch das einschränken. Und ich kann hier dann eingeben, nach einem bestimmten Begriff oder Tag, um etwas dann ausfindig zu machen. Wenn ich hier zum Beispiel eingebe Österreich, schauen wir mal, ob man da was findet. Und er findet tatsächlich etwas. Zum Beispiel, was weißt du über Österreich oder hier sogar österreichische Bundesländer, die ich entworfen habe. Und so weiter und so fort. Das ist eine Menge von Quizzen, die man machen kann. Und hier kann man dann wiederum auf Play gehen. Oder man kann hier das zum Beispiel auch als Favorit dann setzen. Und somit kann man auf eine Menge von Quizzen zugreifen und dann dementsprechend dann mit den entsprechenden Zuhörern und Zuhörern dann auch durchspielen und dann auch auswerten. Ich hoffe, dass dir das Quiz Kahoot genauso gut gefallen wird, wie es mir und meinen Schülerinnen und Schülern gefällt, und wünsche dir dementsprechend viel Erfolg mit Kahoot!